Wie willst du tituliert werden? Bist du eine Frau? Genau. Du bist eine Frau? Genau. Okay, hast du schon mal was mit einer Frau gehabt? Ja, also wir sind zusammen. Weiß. Bist du Lesbe? Ja. Also würdet ihr euch auch noch als Hundesöhne bezeichnen? Aber kannst du schon sagen. Ich bin die Königin von diesem Rebet hier. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zum neuen Video, Freunde. Hier herzlich willkommen auf dem CSD, Mann. Hallo. Dürfte ich dich mal was fragen? Foto. Ja, hier, Foto. Okay, Freunde. Heute gibt es ein kleines Interview, Freunde. Wir werden heute herausfinden, wie deren Outing war, Freunde. Ich will heute mal ein bisschen herausfinden, weiter hinter die Fassade schnuppern, Leute, und herausfinden, wie die Leute hier so drauf sind. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir starten direkt rein. Let's. Entschuldigung. Darf ich Sie mal was fragen? Ja. Alles gut? Ja. Wie willst du tituliert werden? Bist du eine Frau? Genau. Du bist eine Frau? Genau. Auch unten? Nein, das noch nicht. Aber ich bin in der Umwandlung, ja. Nimmst du schon Hormone? Ich fange bald an. Echt krass? Ja. Ich stelle einfach mal ein paar Fragen. Ich glaube, du bist offen, du bist cool. So. Wann hast du denn gemerkt, dass irgendwas bei dir vielleicht anders ist? Mit 10 Jahren tatsächlich. Ja? Yeah? Ja. Naja, ich war nicht so wie die typischen Jungs mit 10. Ich wollte in keinen Jungsklamotten. Mit Jungs hatte ich nicht so viele, mit denen ich befreundet war, mehr mit Mädchen. Ich habe mit Barbies da gespielt und ja. Hattest du schon mal was mit einem Mann? Ja. Ich bin aktuell auch in einer Beziehung mit einem und ja, läuft alles. Hast du deine Lippen machen lassen? Nein. Deine Stimme, die ist so schon ein bisschen anders. Hast du da was gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Ich war auch schon im Stimmbruch. Ich habe mir meine Stimme so antrainiert. Wenn du gute Freunde hast, die auch so sind wie ich und schon durch sind, die helfen dir ein bisschen mit Stimmtraining. Wie sieht es denn aus mit negativen Erfahrungen? Wie haben die Leute denn auf dich so reagiert? Naja, meine Familie, die steht vollkommen hinter mir. Alle. Ich hatte damals ganz, ganz viele Freunde. Und nachdem ich mich dann dazu geoutet hatte, haben die mich auch, zumindest die meisten, alle dazu verlassen. Und gesagt, ja, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Da wusste ich, das waren keine wahren Freunde. Ja, safe, ja. Ja. Aber hast du schon mal so richtig negative Ereignisse, wo dich jemand beleidigt hat, beschimpft, ja, gehauen hat oder so? Ja, auch im Bus. Ich wurde angespuckt, ich wurde beleidigt, ich wurde geschlagen. Und das sind halt die ganzen negativen Sachen, womit man auch umgehen muss. Also für den Vater ist es öfters, glaube ich, schwieriger zu sehen, dass sein Junge dann zu einem Mädchen kommt. Genau, mein Vater hat heute noch ein bisschen Probleme damit, aber so langsam rafft er sich und akzeptiert mich so. Also ich bewerte das nicht, ich finde es alles okay. Geh deinen Weg so. Werde ich. Den Tag hinein. Also ich akzeptiere das komplett. Ich sag einfach gar nichts dazu. Ich liebe dich wieder so, wie du bist. Aber du kannst dich hochladen. Ja, nicht. Ja, ja, komm. Was war das denn? Hast du alles gefilmt? Was ein Typ. Okay. Wie geht's? Gut, und selbst? Ja, passt. Wie heißt du? Clara. Und? Louis. Welche Zitat habt ihr? Also wir sind zusammen. Echt? Ja. Ich finde es voll interessant. Wann wusstet ihr denn, dass ihr vielleicht aufs gleiche Geschlecht steht? Wann war das? Ich, als ich sie kennengelernt habe, tatsächlich. Okay, mit welchem Alter war das? 17. Du bist jetzt wie alt? 20. Ihr seid schon 3 Jahre zusammen? 2,5. Bei dir aus, wann hast du das erste Mal gemerkt? In der 8. Klasse tatsächlich. Aber da war es noch nicht so einfach für mich, das einzugestehen. Aber das kam dann auch. Also ich würde sagen, in der 9. Klasse. Fandest du einfach Frauen hübscher als Männer? Oder? Ja, vielleicht nicht hübscher, aber anziehender. Wie hat denn eure Eltern zum Beispiel drauf reagiert, als du dich zum ersten Mal mit nach Hause genommen hast? Gar kein Thema. Also wie es auch sein sollte. Es ist einfach jemand, den ich liebe und fertig. Wie läuft es denn im Bett jetzt ab? Vermisst ihr irgendwas? Nein, tatsächlich, also nein, gar nicht. Und es gibt ja auch Möglichkeiten. Dann hattet ihr schon mal was mit einem Mann, einer von euch? Du hattest was, ich nicht. Ich, ja. Ja? Wie war das? Also nicht der Rede wert, würde ich sagen. Kommt es auf einmal so und du sagst, okay, jetzt weiß ich, ich stehe, oder wie geht diese Entwicklung dahin, dass man... Ich denke eigentlich, dass es kommt nicht einfach, sondern es ist halt da, auf jeden Fall. Und es kommt immer aufs Umfeld an. Bei mir kam es sehr aufs Umfeld an. Ich hatte ein Umfeld, was jetzt vielleicht eher nicht so pro war oder so. Und deswegen habe ich da auch gar nicht dran gedacht. Und dann hat sich das ein bisschen geändert und dann war ich so... Weiß? You're from England. We're from the UK. London? No. Devon! Big up Devon, the southwest. England is... Yeah, man. England is more than just London. Let your free flag fly. Wait, do that again. Let your free flag fly. Oh, cool. Bruder, du hast eine ganz belegte Zunge. Okay, Bruder, wir lassen es einfach mal so stehen. Okay, hi, was geht? Gut. Alles gut? Alles super bei dir. Wie heißt du? Roy. Bist du erstmal schwul? Bist du schwul? Ja. Okay, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du vielleicht... 13. Musstest du dich outen? Es ging nicht, weil das war die 90er Jahre in Israel.
Ich habe mich geoutet, erst mit 18. Wie hat deine Familie darauf reagiert? Schlimm, erstmal. Es hat viele Jahre gedauert und dann war es okay, aber okay war so 15 Jahre später. Und das war einfach ein unbekanntes Thema und man hatte Angst vor, dass sie hatten keine Vorbilder damals. War dein Vater böse auf dich? Nicht böse, besorgt. Mama auch. War einfach, viele Leute waren homophob und das hat sich sehr geändert über die Jahre. Jetzt bist du glücklich hier in Deutschland, Berlin ist alles Ich bin glücklich in Deutschland und ich denke auch in Israel. Die Gesellschaft hat sich sehr geändert. Ich freue mich, danke dir. Okay, Bruder, was geht? Alles gut bei mir. Wie heißt du? Edgar. Wie alt bist du? 19. Ist das dein Freund? Ja, das ist mein Freund. Komm her, komm her. Worauf stehst du? Es kommt auf den Charakter drauf an. Es ist also egal, ob Mann oder Frau, ja. Pan? Ja. Zu welchem Geschlecht hast du bis jetzt öfters eine Anziehung verspürt? Männlich. Ja? Ja. Ich habe jetzt schon eine andere, die auch Pan war, die sagt auch männlich. Ja. Woran denkst du, liegt das? Gesellschaft. Dadurch, dass du aufwächst, dass du immer in deinem Kopf hast, dass typisch ist, dass Männer und Frauen zusammen sein sollen und du leichter an Männer rankommst. Okay, hast du schon was mit einer Frau gehabt? Ja. Besser als mit einem Mann? Gleich gut. Wie sah es aus mit deinen Eltern? Wenn du mal eine Frau mit nach Hause nimmst, haben die da schon was gesagt? Nein. Nein? Nein, die sind offen. Ja? Ja. Sind die auch Paaren? Nein. Das sind die? Straight. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Bist du schwul? Ich würde mich als Pan bezeichnen. Ja, also habe ich schon öfters gehört. Du stehst nicht auf etwas Geschlechtliches, sondern auf den Charakter zum Beispiel. Ja, okay. Das trifft es eigentlich mit am besten. Ich würde mich als Frau identifizieren. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer, das dann auch den anderen Leuten so verständlich zu machen, aber wird schon. Wie alt bist du? 21. Du bist als Frau geboren, sagst du? Frau sein möchte ich eigentlich schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Ist halt nur ein bisschen schwierig mit Gesellschaft und Familie gewesen. Was hat deine Familie dazu gesagt? Das ist vielleicht ein bisschen zu persönlich. Okay, ich will dir auch nicht dazu nahe treten. Sagen wir es mal so, mit einer etwas offeneren Gesellschaft hätte ich wahrscheinlich schon mit 10 oder so Hormontherapie kriegen können. Jetzt kriege ich es halt erst seit 2 Monaten. Naja, aber besser spät als nie. Wie sieht's mit Freunden aus? Vielleicht ist das nicht so doll? Ja, durch meine Freunde habe ich mich getraut, endlich zu outen. Hattest du denn schon mal was mit Menschen? Ja, natürlich. Vermehrt Männer oder Frauen? Oder? 50-50 eigentlich. Bist du eine Biene? Ja. Ja, eine Biene. Bruder, machst du das hauptberuflich? Nein. Bist du heute einfach glücklich? Ja. Hallo, guys. Hallo. Alles gut? Hallo. Ja. Wie geht's dir? Gut, und dir? Wer bist du? Ich bin Alex. Bist du schwul? Bist du lesbisch? Ja. Echt? Ja. Ja, bin ich wirklich sonst. Ist das deine Freundin? Nee, leider nicht. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Digga, da sind die Hunde. Craft, craft. Könnt ihr auch reden? Ja, wir können auch reden, na klar. Seid ihr Hunde? Ja, also ich schon. Er ist ganz neu dabei. Was bist du? Welpe. Warum lauft ihr auf 2 Beinen? Normalerweise müsst ihr auf 4, oder? Ja, aber das ist relativ lange Strecke. Warum habt ihr euch dazu entschieden, Hunde zu nehmen? Also das war bei mir mit 13 Jahren. Da hatte ich das erste Mal so eine Erfahrung, wo ich sagte, okay, das tört mich an. Und was für eine Erfahrung war das? Mit einem Hund oder wie? Nein, das war tatsächlich so, dass ich eine Sozialstudie Unterricht durchgenommen habe über eine Klasse in Amerika, wo die Kinder gesagt bekommen haben, alle Blauäugigen sind total bescheuert und kriegen jetzt ein Hundehalsband um. Am nächsten Tag hat sie gesagt, okay, also ich habe halt auch blaue Augen und alles falsch. Deshalb, also eigentlich sind es die Braunäugigen. Ich verstehe überhaupt nicht, was das jetzt mit Hunden zu tun hat. Hey, wenn du die entsprechenden Voraussetzungen hast und dir gesagt wird, du bist gut, dann bist du auch gut. Aber das Bild in dem Buch von dem 13-Jährigen mit dem Halsband um, das hat mich halt ziemlich angetan. Ach so, jetzt haben wir hier. Also würdet ihr euch jetzt auch als Hundesöhne bezeichnen? Also es gibt Dogplay und es gibt Puppyplay. Was meinst du? Na, den richtigen Hundesohn. Also quasi ein... Gibt's das auch? Ja, also es egal. Eigentlich mich? Der hat mir auch eine gegeben, Alter. War gut? Dankeschön, ja, war perfekt. Was ist das denn? Coupons. Wofür? Okay. Für dich oder was? Für alle. Möchte ich nicht. Was ein Typ. Da hat nur geguckt, ob die Kamera läuft, ne? Safe, 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 man kennt's. Guck dir das an. Was ein Typ. Okay, was geht? Nichts bei dir. Ich glaube, man muss sich nicht vorstellen, Freunde. Ich glaube, ihr kennt sie. Natalie Bleicher, Word. Word. Und yes. Wir haben Leon Conti.
Leon Content. Wie war das denn bei euch? Habt ihr negative Erlebnisse gehabt, als ihr euch, oder musstet ihr euch überhaupt outen? Wie sieht's denn bei dir aus? Was? Ob ich lesbisch bin? Ja. Genau. Musstest du dich outen? Ja, schon, tatsächlich. Ich finde es sowieso schade, dass man sich überhaupt outen muss, weil hetero-Leute outen sich ja auch nicht. Aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ja, ich bin lesbisch, sondern ich habe es einfach nicht mehr verheimlicht. So. Wie sind die Leute dann mit dir umgegangen? Also meine Mama ist eigentlich ganz cool damit umgegangen, aber mein Papa, der ist halt sehr christlich und das war halt ja eher uncool. Er hat das nicht so akzeptiert. Es war schon sehr hart für mich, aber mittlerweile ist es schon besser geworden, auf jeden Fall. Wie oder wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du vielleicht zum Weibchengeschlecht dich hingezogen bist? In meiner Beziehung mit einem Mann tatsächlich. Nee, ich habe einfach gemerkt, dass es nicht passt. Ja, genau, okay, sozusagen. Krass. Weißt du, es war halt so, ich dachte mir immer so, du weißt doch, wie es so ist, ne? Jeder redet darüber so, oh mein Gott, es muss so krass sein. Und dann hatte ich das mit einem Mann und ich dachte mir so, okay, das soll es jetzt gewesen sein, weißt du? Und dann hatte ich mit einer Frau und es war so, boah, krass. Wie ist denn bei dir aus? Sind deine Eltern cool mit dem, was du machst? Meine Eltern waren immer cool damit. Also auch, wo ich mich vor denen geoutet habe, war es... Die meinten, die wussten schon, also... Man macht sich halt voll viel Gedanken. Ich glaube, oftmals ist es so, dass es gar nicht so schlecht ankommt. Aber wenn dann eine Person was sagt, dann gibt man dem so viel Gewicht und sieht gar nicht die anderen ganzen positiven... Das ist wie mit Hate-Kommentaren im Internet. Genau. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt? Ich glaube mit 14 oder so. Ja. Ich hatte halt jemanden auf der Schule und mit dem habe ich mich halt öfters getroffen und der wollte dann halt so rummachen, um es zu üben. Dann, ja, und dann haben wir es halt gemacht und dann habe ich es halt gemerkt so, okay, ist doch schon nice. So. Hat sich sowas geregt oder nicht? Ja, ja. Nee, ich habe auch schon mal in der Grundschule einen Jungen küssen müssen. Ja. Aber da hat sich nichts geregt. Ja. Das war so eine Wette. Aber mir hat es nichts geregt. Na gut, das abschließendes Wort, ne? Ja. Wollt nur Instagram pushen. Da braucht ihr ja gar nicht.